Herzlich willkommen bei Smart Bartending. Mein Name ist Kevin, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und heute haben wir was wirklich Cooles mit dem Lillet vor. Und zwar zeigen wir fünf Varianten, die man dann machen kann. Wir haben nicht nur die Standardvariante mit dem Whiteberry, die du vielleicht schon kennst. Wir haben auch einige Sachen mit Zimt und Birne zum Beispiel, auch etwas mit Red Bull. Deswegen sei gespannt und viel Spaß beim Zuschauen. Starten tun wir jetzt heute wohl mit dem Drink, den jeder von uns kennt, den klassischen Lillet Whiteberry. Dafür nehmen wir zunächst ein Weinglas, das wir mit Eis füllen, und dann geben wir schon den Lillet Blanc hinzu. Und zwar nehmen wir 6 cl davon. Kommen wir nun zum Whiteberry. Wir benutzen dafür das Whiteberry vom Schweppes. Natürlich könnt ihr da auch jedes andere Whiteberry nehmen, was euch schmeckt. Und das füllen wir dann ungefähr bis zum 3/4 des Glases auf. Geben wir noch eine Handvoll Himbeeren hinzu, garnieren das Ganze mit einer Erdbeere, einem Trinkhalm und et voilà, ein Lillet Whiteberry. So, unser nächster Cocktail ist ein super simpler Lillet Vif. Dafür nehmen wir zunächst ein Weinglas, das wir bis oben hin mit Eis füllen. Und dann geben wir schon unseren Lillet hinzu. Von diesem benötigen wir, wie schon vorhin, 6 cl. Jetzt füllen wir das Ganze nochmal mit einem Tonic Water bis oben hin auf. Oder was heißt bis oben hin, bis ungefähr 3/4 des Glases voll ist in etwa. Und jetzt geht's schon ans Garnieren. Dafür nehmen wir 2 Gurkenscheiben, eine Zitronenscheibe und eine Erdbeere. Ein Trinkhalm kommt hinzu und et voilà, ein Lillet Vif. Als drittes kommt heute der Lillet Lemon ins Spiel. Ich sehe gerade, wir haben unsere Deko vor der Seite nicht gewechselt, aber jetzt haben wir sie gewechselt. Dafür kommen auch zunächst einmal 6 cl Lillet in ein Weinglas, da wo wir vorher natürlich auch schon das Eis wieder reingemacht haben. Dann wird alles nochmal mit Bitterlemon aufgefüllt. Auch wie vorhin, so 3/4 des Glases müssen oder sollten in etwa befüllt werden. Dann wird das Ganze nochmal garniert, und zwar mit einer Zitronenscheibe, einem Trinkhalm und et voilà, ein Lillet Lemon. Jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten. Für den benötigen wir auch ein paar mehr Zutaten anstatt nur 2. Und zwar kommt zunächst einmal Lillet ins Spiel. Und nicht wie sonst immer 6. Wir nehmen diesmal 5 cl davon und geben das einfach wie gewohnt in unser Weinglas hinzu. Die zweite Zutat ist jetzt Birnensaft. Davon kommen auch wie vom Lillet 5 cl mit ins Glas hinzu. Jetzt kommen wir zu der Zutat, die es ein bisschen weihnachtlich macht, und zwar Zimtsirup. Von diesem geben wir dann auch 2 cl mit ins Glas hinzu. Und dann kommt schon ein bisschen Zitronensaft mit ins Glas, und zwar roundabout der Saft einer halben Zitrone, das entspricht in etwa 3 cl. Jetzt muss alles nur noch kräftig umgerührt werden. Jetzt füllen wir das Ganze nochmal mit ein bisschen Tonic Water auf, und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt, und zwar der Garnitur. Und für die Garnitur kommt ein bisschen Thymian dazu, ein Trinkhalm und fertig ist der Drink. Unseren letzten Cocktail des Tages kennen einige vielleicht schon, wenn ihr das Red Bull Video gesehen habt. Wenn nicht, dann verlinken wir das jetzt auch hier mal. Und zwar ist es der Lillet Watermelon. Wie gewohnt kommt das alles in ein Weinglas, das wir vorher mit Eis befüllt haben. Und dann geben wir den ganzen schon den Lillet hinzu. Und zwar, auch wie schon vorhin, 6 cl davon. Und im Grunde war es das schon fast. Jetzt kommt nur noch der Red Bull Watermelon ins Spiel. Den füllen wir wieder bis oben hin auf. Und fertig ist schon der Lillet Watermelon. Ich garniere das jetzt noch mit der Erdbeere. Gerne dürft ihr auch eine Wassermelone benutzen. Ein Trinkhalm ins Spiel und fertig. So, Freunde, wie ihr seht, haben wir coole Sachen damit gemacht. Wir haben einmal die normale Variation mit dem Whiteberry, die wahrscheinlich schon jeder kennt und jeder schon mal probiert hat. Wir haben eine coole Version mit dem Zimt und der Birne, die wirklich super lecker ist, auch mein persönlicher Favorit ist. Und wir haben 3 Cocktails, die wirklich schnell gemacht sind, da man im Grunde nur den Lillet braucht und den Filler. In dem Fall haben wir einmal das mit Bitterlemon, mit Tonic und mit dem Red Bull Watermelon. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ist euer Favorit? Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.